Herzlichen Glückwunsch zu 100 Episoden. Erfolg braucht Verantwortung. Udo kann man auch 100 Folgen zuhören. Weil der will wissen, der stellt sich ein, der hört zu. Ich habe selten einen Gastgeber erlebt, der sich so gut auf mich eingestellt hat und so gut vorbereitet hat wie der Udo. Lieber Udo Gast, du bist nicht nur ein toller Gastgeber, du kannst auch ganz schön Gas geben. Und was ich so schätze, ist, dass du es immer schaffst, alle deine Interviewpartnern wirklich viel Wertschätzung und Zeit zu geben und sie wirklich in die Sonne zu setzen. Lieber Udo, du bist nicht nur ein Gastredner, wie es auf deiner Webseite steht und wie du immer selbst sagst, du bist auch ein hervorragender Gastgeber. Es ist unfassbar, ich gratuliere dir von Herzen zu der 100. Folge deines Podcasts. Ganz, ganz toll, wirklich sehr hörens- und sehenswert, ja. Wenn man da reinguckt, was du da machst, schau mal, Erfolg braucht Verantwortung, der Podcast, ist das nicht klasse, ja. Eine Folge nach der anderen, man kann hier durchblättern ohne Ende, das ist ja wirklich, hier kommt man ja gar nicht mit, was da alles drin ist. Udo Gast macht seinem Namen wirklich alle Ehre, denn er ist ein wunderbarer Gastgeber in seinem Podcast. Mit viel Leichtigkeit und Tiefgang bietet er neue Ideen und Denkanstöße rund um sein Thema Erfolg braucht Verantwortung. Herzlichen Glückwunsch zur 100. Podcast-Folge. 100 Folgen, das muss man mal sagen, das ist eine Marke, die viele Podcaster draußen überhaupt noch nicht mal knacken. Und ich denke, einer der Gründe, warum es nicht nur 100 Folgen von dir gibt, sondern dieser Podcast auch so unglaublich erfolgreich ist, das ist die Art, wie du mit deinen Gästen umgehst. Hey Udo, congratulations with your 100th podcast. It's amazing what you're doing and I love to be on your show. Lieber Udo, ich wünsche dir auf diesem Weg allerherzlichsten Glückwunsch zu deinem Jubiläum und zu deiner 100. Podcast-Serie Erfolg braucht Verantwortung. Es war mir eine große Ehre und Freude, dein Gast sein zu dürfen. Ich finde es ja sensationell, so über eine lange Strecke da dran zu bleiben und immer wieder neue Sachen zu produzieren. Das ist ja alles nicht so einfach. Mein ganz, ganz herzlichen Glückwunsch dazu. 100. Podcast von Udo Gast. Sensationell. Lieber Udo, ich gratuliere dir ganz, ganz herzlich zu deinem 100. Podcast. Und ich weiß als Host von Bau dir deine Zukunft, wie viel Liebe und wie viel Details du da reinlegst. Lieber Udo, wie wunderbar ist das denn? 100 Podcasts. Ich durfte selbst Teil eines dieser Interviews sein und habe es sehr genossen. Ich danke dir für deine freundliche, wertschätzende und immer so unglaublich zugewandte Art. Herzlichen Glückwunsch, Udo, zu deinem 100. Geburtstag. Podcast meine ich natürlich. Ich war gern zu Gast. Vielen Dank für die Einladung. Also ich erinnere mich an ein sehr persönliches und inspirierendes Gespräch. Und dafür ganz vielen Dank und natürlich alles Gute weiterhin mit deinem Podcast und auch für dich persönlich. Mein lieber Udo, ich gratuliere dir zur 100. Folge deines Podcasts und dass es genau so weiterhin und erfolgreich bleibt und noch erfolgreicher wird. Ich darf mich freuen oder durfte mich freuen, ein Teil davon zu sein. Lieber Udo, 100 Folgen. 100 Folgen Udo live, Udo als Interviewer. Du bist ein toller, empathischer Interviewer. Ich bin froh, dabei gewesen zu sein und gratuliere dir von ganzem Herzen, dass du die 100 geknackt hast. Deine 100. Folge ist am Start. Herzlichen Glückwunsch zu dieser 100. Podcast-Folge. Für deine weiteren Folgen wünsche ich dir viel, viel, viel Freude, viel Spaß, tolle Zuhörer und natürlich weiterhin so großartige Gäste. Lieber Udo, herzlichen Glückwunsch zu deinem 100. Podcast. Und ich danke dir für die vielen inspirierenden, erfrischenden Interviews, die ich mir immer wieder gerne anhöre von dir. Für mich als Gast in deinem Podcast war es außerordentlich schön, mit dir zu sprechen. Du warst mega gut vorbereitet und du hast quasi verbal den roten Teppich für mich ausgerollt. Ich fand es ganz, ganz toll, mit dir zu sprechen. Hallo, Ottmar Kastner hier von thepalmst.com. Thepalmst Systemic Approached Personal and Organizational Management Processes Services Consulting, Hüpfburg and Training. Ich freue mich so, lieber Udo. Ich gratuliere, lieber Udo Gast, zum 100. Podcast. Ich gratuliere dir ganz, ganz herzlich zu deinem 100. Podcast. Finde ich toll.
Mein lieber Udo, herzlichen Glückwunsch zur 100. Podcast-Folge. Ich war ja auch schon Gast bei dir und ich habe das Gespräch mit dir sehr genossen. Ich wünsche dir weiterhin viel Spaß, viel Erfolg, viele tolle Gesprächspartner, mit denen du dich über interessante Themen austauschen kannst, von denen wir alle dann was mitnehmen können. Hallo Udo. Sehr anstrengend, 1000 Höhenmeter und wir sind mitten am Berg oben. Aber im Vergleich zu 100 Podcast-Folgen eine Kleinigkeit. Ich gratuliere dir allerhöchsten Respekt zu deinen 100. Podcast-Folge, die du mit Leichtigkeit immer transportierst. Und ich freue mich schon auf die nächsten 100 mit deinem bunten Publikum, deinen bunten Interviewgästen. Udo meint, Erfolg braucht Verantwortung. Ja, stimmt genau, absolute Befürwortung. Und so gibt es diesen Zauber, der durch seinen Podcast weht, diesen Wirbel, der mit Udos Gästen entsteht, wenn sie mit ihm durch seine Interviews tanzen. Mal im Kleinen und mal im Großen und Ganzen. Udo findet Wege, die Menschen miteinander verbinden. Dafür wird er immer smarte Lösungen finden. Was für eine besondere Leistung, was für ein Durchhaltevermögen, 100 Podcast-Folgen mit 100 höchst interessanten Gästen. Ich habe mich sehr wohl gefühlt, kann mich noch sehr genau erinnern. Deswegen großes Kompliment, nicht nur herzlichen Glückwunsch, sondern großes Kompliment für diese Leistung. Wenn du mal eine neue Perspektive brauchst, wenn du mal einen Coach wechseln willst, weil du sagst, ja, jetzt brauche ich mal einen neuen Impuls, dann ist Udo Gast genau dein richtiger Gesprächspartner mit seinem Business Success. Wir haben letztens den 100. Podcast zusammen aufgenommen. Ja, ich war zweimal jetzt schon bei ihm, das ist immer sehr wertschätzend, immer gute Gespräche. Der Mann sprüht vor Optimismus. Also, schau dir mal Udo an und guck, ob er auch was für dich ist.